Hey Leute, hier ist Aldemar mit Gothic 2. Weiter geht's. Und zwar gehen wir jetzt raus. Ich habe noch einen Butler vergessen, die mir zu schicken, den Logan. Und von dem kriege ich auch nochmal 10 Punkte. Und dann bin ich, glaube ich, bei 90 und das muss ich dann durch Hacken steigern. Und deswegen gehen wir jetzt hier raus. Ja, ich habe den Kopf von Bloodwin. Hallo. Bloodwin ist tot. Gibt ja nicht viele, denen ich das wünsche, aber Bloodwin ist besser dran, wenn er tot ist. Ja, ja, so ist das, Alter. Die sind so unten durch hier. Oh, guck mal, da war eine... Oh, habt ihr das gesehen? Beinahe bin ich vorbeigelaufen. So, raus hier. So, jetzt steht da Taurus. Ich war hier gerade schon mal, weil ich geguckt habe, wo die sind. Und ich konnte nicht ohne euch hier rauslaufen, um das zu suchen. Deswegen, hier ist Taurus. Was hast du eigentlich vor? Was? Du hast jetzt auch noch Bloodwin aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Wir sind Banditen, Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen, man wird uns jagen, einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Ja, du, Taurus, du Trottel. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorg dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Sehr gut. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Okay, aber jetzt müssen wir mal pennen gehen hier. Ganz schön dunkel. Warte, der ist jetzt gerade nicht hier, ne? Warte mal, kann ich hier alles klauen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Irgendwann muss das ja so kommen. Ja. Ja. Na gut, da schlafen wir einfach nur. Das will doch keiner wissen. Ich habe gar nicht genug Geld, jetzt muss ich gucken hier. Jetzt gehe ich erstmal in die Taverne. Da muss ich da unten noch den Typen umboxen. Der blöde Lappen. Guck, wie schön leer es hier ist auf einmal, ne? So, Logan. Wo ist denn Logan? War der im Sumpf? Puh, ich habe gar keine Ahnung mehr, wo der ist. Ich habe doch hier Bildchen rechts von mir. Der steht bei mir bei einer Taverne. Das war keine große Sache. Ist er tot? Meine Meinung kennst du ja schon. Ich hab vergessen, wo der ist. War doch seine Entscheidung. Das ist kein Geheimnis. Mich fragt ja keiner. Ich hätte das nicht gemacht. Oh, Logan, wo bist du? Wo bist du denn, du kleiner Lappen, Freund? Okay, das ist der Butler.
Da ist die Schlafmütze. Der ist nicht logen, glaube ich. Der arme Kerl kann einem leid. Oder ist das Logan? Aber ich glaube, hier fehlt einer. Ich glaube, der ist nicht existent. Kann das sein? Der sollte, glaube ich, hier stehen. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Das ist ja blöd. Der muss doch irgendwo sein. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Mit mir kann man sowas nicht. Das ist Paul? Keine Ahnung, sag du es mir. Moment. Ach, Logan ist da hinten, der Typ. Komm, dann machen wir jetzt hier schneller herring. Der ist im Sumpf. Ich hab mal gerade nachgeguckt. Schneller herring. Ah, hier. Oh, Entschuldigung, Rabban. Wir gehen über die Brücken, würde ich sagen. Ah ja, gut, ich wollte gerade sagen. Oh, doch nicht die Brücke. Jo, lass mich durch, ich muss auf Klo, schneller Hering. Logan! Hey, du. Ich komme später wieder. Ah, schade. Dann ist das verbuggt. Aber ich hab ja noch. Das ist merkwürdig, oder? Aber so ist es bei Gothic. Aber ich glaube, der brauchte Ersatz und wäre dann, glaube ich, reingegangen. Esteban ist tot. Echt? Mann, das nenne ich Glück. Wer hat das getan? Sagen wir einfach jemand, den du kennst. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Jetzt kann ich wieder ins Lager. So. Und so. Jetzt kann ich... Okay. Gut, dann gehen wir halt zurück. Meine Güte. MM, haben wir das noch gemacht? Ja, ich habe ja direkt den Typen umgeboxt vor dem Eingang vom Lager. Das war halt nicht so gut. Hätte ich erstmal questen sollen. Ich glaube, der wollte eine Ablösung oder so. Mann, der tritt oft auf der Stelle, ne? Gut, dann... Ich meine, LPs werde ich jetzt nicht verschwinden. Dann machen wir das jetzt. Ist auch egal. Verlieren wir halt ein bisschen Gold. Können wir jetzt auch nicht ändern. Macht nichts. Dann gehen wir jetzt Gold hacken. Und wir fragen mal gerade, wie viel wir bekommen für die... wie viel wir bezahlen müssen für die Rüstung. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Fisk hat gesagt, du würdest mir einen guten Preis machen. Ah. Fisk, sagst du? Gut, ich schulde ihm noch einen Gefallen. Aha. 1400 haben wir sogar. Guck mal, 45. Naja. Okay, ich nehme die Rüstung. Kein Gold, keine Rüstung. Ja, ja. Warte mal. Scheiße, ist jetzt weg. Ist es verbuggt? Warte mal, ich geh mal kurz pennen. Wer erzählt denn sowas? Krieg ich nicht auch eine Gardistenrüstung? Ich bin gar nicht mehr so. Es ist die wahrscheinlich, oder? Ich meine, wir haben ja schon. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich speichere jetzt mal nicht ab hier. Mann, heute haben wir auch den Wurm drin. Ich verlängere jetzt eigentlich reibungslos. Aber es sei denn, du redest mit Leuten. Du musst Leute finden. Zeig mal. Vielleicht, wenn ich genug Kohle habe. Ach, komm weg damit. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht mehr.
Oh, das sind Feuerpfeile. Ah, egal. Okay, alles klar. I have verstanden. Laden. Jetzt müssen wir nochmal mit diesem blöden Sack sprechen. Das gibt's doch nicht. Ist auch egal, oder? Wir gehen jetzt einfach schlafen. Holen uns die Rüstung. Nur noch mehr Ärger. Und dann ist gut. Ich meine aber, ich krieg auch eine fettere Rüstung, wenn ich hier durch bin. Ich glaube, die können wir uns sparen. Ich meine schon. Ich meine, in der Truhe ist so eine Rüstung drin. Ich glaube, die sparen wir uns. Ich meine, das... Komm. Keine Ahnung, sag du es mir. Ja, wir haben ja schon die schwere. Wir haben ja schon die schwere Banditenrüstung. Das wird sich nie ändern. Ja, ja, die haben wir schon. Der arme Kerl kann einem leid. Oh, jetzt habe ich es gerallt. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Geh mal kurz mit Fisk. Zeig mir. Ich will mal ein bisschen Heiltränke farmen. So. Kaufen, nicht farmen. Ich kann noch ein bisschen Fleisch braten, aber... Boah, ich weiß nicht, wir müssen jetzt nochmal kurz zu den Magiern. Ich muss mit den Magiern quatschen, oder soll ich jetzt die Gefangenen rauslassen? Ich würde sagen, wir lassen die Sklaven gehen. Ich lasse mein Volk gehen. Dann gehen wir Gold hacken und dann gehen wir zu den Wassermagiern quatschen. Dann gehen wir Raven killen. Dann kriegen wir die fette Rüstung. Reden mit den Piraten. Und ne, die Ätherwelt ist noch nicht erledigt. Wir müssen dann die Gräber plündern noch von den ehemaligen hier. Von diesen Hokuspokus-Humbula-Vorgängern. Ah. Das sind doch alles nur Gerüchte. Genau, Sklaven gehen lassen. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf, Bladwin hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven, also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Thoros da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich habe mit Thoros gesprochen, er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Thoros das befiehlt... Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Boah, Suppe wäre jetzt auch geil. Patrick, ihr könnt gehen. Hey, du. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Tief in deiner schon gut. So, scheiß drauf. Wir fangen jetzt an mit dem Worldhacken. Wir gehen aber nochmal kurz zu Finn. Nee, das habe ich schon gemacht. Er sagt, ich bin waschechter Butler. Wir gucken mal gerade. Machen wir hier die paar Golddinger. Ja, ist nicht perfekt. Ich weiß. Fähigkeiten prüfen. Da, 80%. Einmal einfach hacken. Einfach hacken. Einfach mal hacken. Einfach mal hacken. Cool, wie viel Geld das? 10, 10. Goldsplitter fliegen rum. Trümmerschlag einsetzen. Bam. Geil, 2 dazu. Geil, oder? Alter, wir werden reich. Ich wollte die eigentlich gerne alle umbringen, aber jetzt habe ich ein bisschen... Ne? Also wenn man es nicht irgendwie storymäßig sieht, könnte ich die alle umlegen für XP. Aber ich male mir gerne aus, ja cool, dann sind die Banditen jetzt im Sumpf und machen da jetzt ihr Leben. Und wow, guck mal, wir brauchen nur ein paar Golddinger und schon haben wir das richtig gemacht hier. Alter, das ist zu viel Gold. Lol. Wir werden reich. Ich werde reich. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Ohne, nur mit den zwei Hacken. Warte mal, es ist, sind... Ne, es ist nicht nur 40. 94.
940. Ist noch nicht so viel, ne? Könnte mehr sein. Also ich will jetzt keine LPs dafür ausgeben. Gold kriegen wir auch noch genug. Einen Trümmerschlag kann ich aber nicht immer benutzen. Meisterbuddler. Ist das der Trümmerschlag? Im Ernst? Der vibriert ihn. Oh Mann, ey. Das war jetzt schon das zweite Mal. Das kann doch kein Zufall sein. Ich kann jetzt warten, bis es Nacht ist. Oder ich pölze ihn einfach um und ich übernehme den. Oder ich hau den Klumpen weg. Warte, ich guck mal, ob das geht. Hey, du. Okay, ich hab verstanden. Dann warten wir mal, bis Nacht ist, dann kommen wir wieder rein. Das ist sonst zu blöd. Dafür nehme ich jetzt den schnellen Hering. Das Ding ist, waren wir wirklich nur Arschlöcher. Der Typ vor dem Ding war ein Arschloch. Der Typ vor dem Ding hier war ein Arschloch. Der Typ in der Mine war ein Arschloch. Wir sind alle Arschlöcher, aber... Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, sag du. Keine Ahnung, sag du's mir. So, wehe, die sind nicht im Bett. Ist Sperrstunde. Oh, das gibt's doch nicht. Na gut, fangen wir hier mal an. Vielleicht gehen sie gleich mal ins Bett. Wird das denn immer ausgewürfelt? Man könnte also vor jedem Goldbrocken einfach laden, speichern und gucken, wie das größte Ergebnis ist und dann einfach zum nächsten. Aber ich meine, so nötig hat man es halt nicht, also. Ich habe noch so viel Zeug, was ich verkaufen kann. Und ich habe überlegt, ob ich einfach die Banditen in Korinis umlegen soll. Ich habe auf die irgendwie keine Lust. Die sind irgendwie blöd. So, jetzt haben wir die ersten paar fertig. Der ist weg. Guck mal, das war ein Sklave, genau. Okay. So, jetzt hier unten. Hier sind zwar viele Adern, aber ich komme nur an ein paar ran. Das ist natürlich dann doof. Und jetzt ist es hier natürlich auch dunkel. So, ich glaube, die sind nur da hinten. Ach, guck mal. Ist das der Typ, der auch Blottwind... Ach ja, genau, der ist auch in die Höhle gegangen. Hey, du. Wow, Mann, hier gibt's echt eine Menge Gold. Um an die Brocken ganz oben zu kommen, bräuchten wir schon eine Leiter. Aber seit dem Fall der Barriere benutzt niemand mehr Leitern. Ist eigentlich sehr schade. Gott, nee. Nee. Habe ich eigentlich Bloodwin ge... Ja, ich habe den noch gelootet. Ja, habe ich. So, ich glaube, wir sind durch, ne? Ah, ne, die hatte ich noch gar nicht. Ich Trottel.
War das denn schon immer so? Ja, ne? 90% höher geht das gar nicht? Ich glaube, da müssen wir mit Sketty reden, glaube ich. Oh, da muss ich mal jetzt gleich nochmal gucken. Das ist ja natürlich blöd. Wie war das mit dem Gierigsein? Ach, scheiß drauf. Wir machen das jetzt durch. Keine LP vergeuden. Oder? Oh, jetzt bin ich doch gierig. Jetzt werde ich doch gierig. Komm, ich rede mal mit Dingens. So, hier sind wir erstmal durch. Jetzt habe ich aber schon einiges gehackt. Aber ich lade jetzt nicht nochmal. Guck mal, da ist noch eins. Das müssen wir noch wegmachen. Will du nicht nochmal hier reinrennen? Krass, ne? Wir gucken gleich, wir gucken am Schluss, wie viel wir haben. Boah, jetzt habe ich Bock auf Hydroneer, dieses Goldschürfspiel. Ich wollte mich doch erst nochmal testen lassen. Tut mir leid, ich habe gerade gegrübelt. Was sollen wir als nächstes machen? Hey, du. Kannst du meine Fähigkeiten... Bei dir würde ich sagen, du bist ein Meisterbuddler. Mehr macht er aber nicht. Gut, Sketty, mach mich zum 100%igen... Ich will doch... noch die letzten Goldbrocken aus den Adern pressen. Man wird ja süchtig, während man hackt. Erzähl mir mehr übers... Also vor allem solltest du wissen, dass Gold kein Erz ist. Es ist weich wie Butter. Wenn du zu hart schlägst, zersplittert dir alles. Jeder Buddler hat seine eigenen Tricks, um ein paar schöne Nuggets aus dem Fels zu kloppen. Diese Tricks sind es, die letztendlich den Unterschied zwischen einem Buddler und einem guten Buddler ausmachen. Außerdem, Übung macht den Meister. Wenn du erst mal eine Weile gehackt hast, wirst du auch besser. So, dann haben wir das jetzt. Okay, ich hab's doch gemacht. Mann, jetzt hab ich's doch gemacht. Ich bin der Unentschlossene. Der Unentschlossenen. Meister aller Unentschlossenen. Aber jetzt hab ich halt ein Problem. Jetzt will ich an die blöden Vorkommen kommen. Hey. Aha. Haha. Hier hacke ich, Junge. Jetzt bin ich jetzt Meisterbuddler, ne? Ne, Buddler-Guru. Oh. 3, 3. Hey, du. Hey. Ah, erst beim anderen. Ist schon geil. Jetzt kriegen wir immer mindestens... Okay, das ist doch wieder einer. Ja. So, jetzt den da. Warte, wir machen erstmal die anderen. Weil es kann sein, dass die dann daran rumhacken. Dann müssen wir den da auch wieder wegtun.
Oh, das ging aber schnell. Also, ich guck mal, unten bei den Katakomben kann man nichts machen. Das ist nur Ambiente. Der hätte diese Sklaven geopfert, um da reinzukommen. Und Klaatu Virata Nektu müssen wir dann wahrscheinlich was Späteres aufsagen. Belia, Fuzzy, Blabi. Ich hab's vergessen. Belia, Wimblia. Belia. Irgendwas mit Belia. Belia war am Schluss. Okay, das ist noch eins. Man, ich bin ein bisschen genervt, aber ich will ja Gold haben. Also warum bin ich denn überhaupt genervt? Ah, da sind danach noch zwei. Wer weiß, wo man noch Gold vorkommen findet. Okay. Hier ist nichts, ne? Ja, brauchen wir nicht gucken gehen. Okay. Dann ist noch die beiden Typen da. Das wäre ja cool. So. Hey. 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 Das ist meine Erzquelle. Hey. Junge. Auf zu buddeln! Hey, du! Mein Gold! Ach komm, wir gehen das jetzt mal einstampfen. Kann ich den noch wegkriegen? Hey, du! Ah, das gibt's doch nicht. Ob ich die alle umpilzen kann? Ich meine, wir können es mal probieren. Wie lange der schon Schaden bei mir macht. Wag es ja nie wieder, mich. Habt ihr gesehen? Er hat einen Roundhouse-Kick bei mir gemacht. Warum die das animiert haben? Die hatten wahrscheinlich Spaß. So, Crimson. Hey, du. Lass uns tauschen. Alle Goldbrocken tauschen. 4230. So, ja, man kann mehr rausholen bestimmt, bla bla bla. Ist egal. So, dann gehen wir jetzt. So, wir haben die Sklaven befreit. So, jetzt gehen wir zurück zu Saturas, bla bla bla. Dann wieder zurück, Raven killen. Zacki zacki, schnuppi schnuppi. Und dann, Raven töten, wieder schnuppi schnuppi, bla bla. Ach nee, Quatsch, das geht noch gar nicht. Wir können jetzt noch gar nicht Raven töten. Ich glaube, wir müssen erst noch was anderes machen. Warte mal, komm, wir gehen jetzt mal da hoch. Ich weiß nämlich nicht mehr. Ich glaube, da muss ich was triggern. Hey, langsam. Du kommst nicht rein. Also verschwinde. Geh aus dem Weg. Ich muss zu Raven. Niemand betritt diese Gemächer. Klare Anordnung von Raven persönlich. Hier. Willst du mich jetzt immer noch aufhalten? Bloodwins Kopf zeigen. Ist das Bloodwin? Boah, das ist ja... nein, ich meine, du kannst durch. Geil, oder? Aua, aua. Oh, was hat denn das so gezwiebelt an meinem Bein? Also manchmal... Ist hier irgendwo eine Steintafel? Ich habe die blöde Liste nicht an. Ich glaube, hier liegen ein paar Steintafeln rum. Mann, ich hasse diese Tempel. Hallo, sind ihr Steinwächter? Ich bin der Torwächter. Suhl. Das ist eine Truhe. Okay. Oh. Rüstung von Raven's Garde. Ha! Ist das normal? Warte mal. Ist das wirklich normal? Liegt die hier drin in der Kiste?
Alter. Oh, na toll. Oh, das ist Raven's Garde. Ich habe Raven's Garde gefunden. Ich glaube, ich hole mir Verstärkung. Wir sollten noch stehen bleiben, oder? Okay, so, warte mal. Die ballern wir jetzt mal. Wir haben noch einen Goblin. Ich kann mal die Wölfe holen. Ich wette, die Wölfe... Ich wette, die Zombies sind zu blöd, die Wölfe anzugreifen. Aber den Golem und so, den brauche ich noch für andere Sachen. So, okay, zwei haben wir. Wolfi! Danke für dein Fleisch. Dass der aber auch was droppt, ist komisch, ne? Ich meine, ich muss die... Ich kann die auch alleine killen. Ich muss die nur einzeln lotsen. Dann an die Wand stellen. Oh, jetzt greift Wolfi an. Wolfi! Oh, jetzt kommt doch noch einer. Nein, Wolfi. Wir waren doch schon so lange befreundet. Oh Gott, hinter mir ist auch einer, glaube ich. Scheiße. Das sieht immer aus, als wenn das Augen sind, die da runterträufeln. Ist ja blöd, sich mit einem Typen anzuschließen, der geistesgestört ist. Kommt mir irgendwie bekannt vor. So. Leute, jetzt haben wir schon... Ich muss leider hier Schluss machen. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Gothic 2. Alles klar, ihr seid die Besten. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.